Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. In der letzten Folge haben wir bemerkt, dass uns Holz ausgegangen ist da hinten. Bedeutet, wir müssen jetzt Holz dahin liefern, was wahnsinnig an der Produktion wird. Ich hoffe, es funktioniert so, wie wir es uns vornehmen. Und wir müssen gerade hier die ganze Landschaft so designen, dass wir da anbauen können. Weil das könnte so eine der uns größten Probleme werden hier. Weil wir hier immerhin aus... Ich habe jetzt extra hier, wie ihr seht, auch dementsprechend gebaut. Einfach, also ihr seht, dass ich hier so extra Tunnel baue. Einfach um da nicht noch eine Stelle zu machen, wo jetzt Verkehr sein kann. Wir wissen, wo diese Spur hin muss. Die muss nach da. Und das schnellstmöglich und ohne Unterbrechung. Das wird das größte Problem eigentlich werden am Ende. Ich hoffe, dass das so gut funktioniert, wie ich mir hoffe. Und wir werden jetzt sehen, wie gut das funktioniert. Weil dafür brauchen wir jetzt extra große, massige Züge. Hier wird jetzt alles zugepumpt. Mit passender Höhe. Damit wir hier gut genug alles zugleistern können. Bis hier rüber sollen es mindestens 2 Gleise sein. Hier so und dann zack, genau, jetzt wird das alles mal designt . Jetzt muss jetzt ja alles wieder vorn zurückgehen . Das ist jetzt eine große Schleife an Schienen für dieses Gebiet bis nach da vorne. Hier geht auch das Gleis dementsprechend lang. So, hier wird jetzt relativ simpel. Vorsignal wird hingesetzt. Eingebaut. Zack, passt schon. Wir tun jetzt die hier hinten weg. Passt. Okay. Jetzt tun wir mindestens 2 Züge hier einstellen. Auch wieder Hochleistungszüge. Nein, Handy, du hast nichts zu melden gerade. Mit Holzcontainern. Oh, das wird unangenehm, ich sag's euch. Die müssen massenweise Holz jetzt transportieren. Da gibt es kein Verlustrat oder sowas. Hier. Den kaufen wir und dann tun wir den gleich duplizieren. Der kriegt jetzt eine relativ simple Aufgabe. Geht hier hin, tut laden. Er geht dann hier hin und tut entladen. Und das tun wir speichern als Holzbau Neumünster. Genau da ist das Problem. Wir haben eine erhöhte Produktionsliste, wo wir von A nach B fahren müssen. Das sollte man eigentlich nicht haben. So. Und deswegen wird das jetzt eine relativ interessante Sache, glaube ich. So. Vorteil ist natürlich, dass die relativ bald verschwinden. Die gehen einfach in ihre Tunnel. Und halten dort. Jetzt sind die noch relativ nah aneinander. Man kann natürlich sagen, okay, ladet... bleibt, bis ihr voll seid. Aber die werden sich eh hoffentlich relativ schnell füllen. Leider kann man die Produktionsstätten nicht erhöhen. Das ist also von der Produktionsmasse. Sozusagen Level 1, Level 2, Level 3 oder sowas. Aber die werden relativ heftig sein. Das Problem ist, wenn du... Oh, warte mal. Ich habe gerade... Das benutze ich mir nicht mal. Wir müssen jetzt erstmal hier alles umdesignen. Das ganze Zeug ging hier eigentlich auf einer großen Liste. Und zwar, dass wir hier Holz vor Ort hatten. Und das müssen wir jetzt ändern. Wir haben jetzt hier Terminal. Nicht Terminal, sondern Lager. Mehrere große.
die nur fürs Lagern von Holz zuständig sind. Holzlager, Holzlager. Du bist eh schon Holzlager. Und ihr werdet, also die Dinger sind alle schon leer, das ist problematisch. Werdet alle hier angeschlossen mit einem Verbinder. Und relativ simpel wird das jetzt gehalten. Wir wissen ja, wo wir hin müssen. Wir machen das jetzt wie folgt. Wir tun den hier anschließen. Der hier wird hier oben angeschlossen. Und du gehst per Brücke hier in die Mitte und teilst dich einmal hier und teilst dich einmal hier. So, da muss ich jetzt nur eins umdrehen. Du gehst hier so rum. Und wir vernichten die Anschlüsse. So. Und der lädt jetzt wieder auf. Warum geht das nicht raus? Eigentlich sollte... Hä? Da geht nichts raus aus den Lagern. Also jetzt sind sie alle leer, toll. Aber hat man nicht noch ein Produkt? Du hier. Ah, fuck, der kommt jetzt leider gar nicht hin, ne? Wenn wir ihm jetzt sagen, fahrt dorthin, der kommt nicht auf diese Schleife. Das ist jetzt blöd. Na, dann müssen wir es so weiterlaufen lassen. Können wir sonst, wir tun jetzt dann noch einfach einen rein. Wir brauchen einfach massenweise Züge jetzt, die diese Mission übernehmen. Nicht genug Geld? What? Habe ich so viel Geld gerade ausgegeben? Holy shit. Na schauen, jetzt rein theoretisch geht's. Er schließt die Masse an. Wir können seit langem wieder was produzieren. Oh mein Gott. Die Produktion, sie läuft wieder. Er kriegt jetzt gar kein Holz, aber Holz wird erst noch geliefert, Leute. Wir brauchen auch ein bisschen Geld wieder. Deswegen haben wir auch nichts mehr. Das ist natürlich relativ ungut. Dann kostet nicht 2,5 Millionen. Und das geht nicht natürlich ganz schön aufs Geld dann. Wenn du 2,5 Millionen erstmal in Produktion, pro Zug zahlen musst, dann anfangen musst du zahlen. So. Aber wenigstens hast du relativ viele Züge, die dafür zuständig sind, gleich mal. Jetzt kommt der Nächste, der das gleich wieder ab. Oh ne, der holt andere Sachen ab. Aber wir können wenigstens die Produktion wieder vollstopfen. Das ist schon mal schön zu sehen, dass die sich wieder laden können. Genau vor dem hatte ich Angst. Genau vor dem. Das war so die Apokalypse Now. Ich brauche 2,5 Millionen, Leute. Ich brauche 2,5 Millionen. Das kann ich gerade auch nichts anderes denken, weil genau das das größte Problem ist wieder. Fuck. Das ist das Problem mit Ressourcenknappheit. Vom Holz ist unser größtes Produktionsgebiet. Warum? Jetzt nutzen die das alles als Umfahrung. Das ist nicht cool. Das ist echt nicht cool. Vor allem der wendet hier. Der wendet eiskalt. Und dadurch braucht er natürlich Platz.
Weißt du, wir sind eh gerade aktuell so am Limit. Du gehst schnell ins Depot zurück. Du brauchst ja gerade nichts zu arbeiten. Sollte sich dann hoffentlich gleich wieder auflösen, weil jetzt haben wir natürlich in Holstadt gleich auch. Ja, die ganzen Holzholer, die kamen jetzt auch nicht raus. Das ist jetzt richtig schön blöd. Fahr drüber. Fahr drüber. Jetzt wird der los. Rollt der los. Jetzt kommen die nächsten hoffentlich und können da. Wir müssen jetzt halt richtig ordentlich Holz holen. Alter, das war jetzt. Wenn die Holzproduktion bei uns einbricht, dann ist absolut Ende. Das ist ungut. Ich hoffe jetzt einfach, dass wir mit den neuen Holz liefern. Holz-Holz-Lieferern relativ gut vorankommen. Jetzt stehen die hier schon wieder. Alter Verwalter! Ich hab gedacht, ich habe das Problem gelöst, aber nein, habe ich nicht. Geh wieder aus dem Depot raus. Ja, wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir viel Geld machen. Das ist jetzt. Unsere einzige Möglichkeit ist, dass wir versuchen, die Produktion so hoch wie möglich zu schieben. Und das dadurch aufholen können. Also wir sehen schon, die sind alle langsam voll wieder. Bedeutet, dann wird hoffentlich das Holz auch wieder die Masse reichen, aber sie holen natürlich jetzt auch alles ab. Aber währenddessen kommen natürlich auch unsere Holzproduzenten. Schau mal. Ja, man sieht schon, da hinten ist die Produktionsanlage zum Beispiel wieder leer. Aber das brauchen wir auch gleich als eines der meisten Sachen. Braucht halt eine konstante Nachladung einfach an Holz. Das ist ungut. So viel Holz, wie wir hier brauchen. Ist ja eigentlich schon nicht mehr gesund, wenn man so sieht, ne? Wir brauchen echt massig Holz einfach. Es ist so ungut. Jetzt stehen wir schon wieder, warum wir stehen. Weil die Züge so lang sind. Oh Gott. Das ist echt ungut. Also es ist echt ein spannendes Spiel, muss man lassen. Aber die Organisation und alles ist teilweise uncool. Okay, Mann, ich habe auch viel, ich glaube, ich habe viel Chaos an Schienen hier gelegt. Muss ich wahrscheinlich auch zugeben. Aber es ist halt, was ich an dem Spiel so schwierig finde, dass es relativ gedrängt ist. Ach, guck mal, wir haben hier zwei sogar fahren. Das könnte das Problem sein. Was man hier wahrscheinlich auch gut merkt, ist, dass einfach das ganze Gebiet relativ gedrängt ist. Du hast nicht viel Platz zwischen verschiedenen Bahnhöfen. Was willst du so groß bauen? Und das könnte teilweise so ein Problem werden. Ach, jetzt steht es steht endlich. Oh, es steht. Ich baue gleich noch ein Lager für Holz. Ein sozusagen Nebenlager, können wir es so nennen. Was nur dafür zuständig ist, sozusagen zu lagern und zu bunkern für die, die Holz abtransportieren wollen. Weil zum Beispiel so einer, der holt ja Holz und der braucht ja Holz. Wann kommt denn der Rest unserer Holztransporte da? Habe ich nicht drei von den Dingern unterwegs? Ah, der eine lädt gerade auf, okay. Wir können rein theoretisch sogar noch einen einstellen. Und das Geld haben wir auch. Ja, dann holen wir doch noch einen.
Und wie gesagt, es ist jetzt gerade unabdinglich eigentlich, dass wir so viele von denen wie möglich einstellen auch. Weil einfach Notwendigkeit da ist. Wie die teilweise fahren. Aber jetzt haben wir wenigstens gleich eine dauerhafte gute Holzablieferung. Ja, jetzt ist alles langsam voll. Das schicken wir noch hier eins nochmal hin extra. Aber wir können hier wenigstens unsere Holzleistung halten. Das ist gut, das ist richtig gut. Die Züge sind rentabel wieder. Die Transporte sind bummvoll. Genauso wie wir es wollten. Puh, gerettet. Wir haben uns echt gerettet gerade. Ist wahrscheinlich jetzt auch ein schweinesteures Unternehmen, wenn wir das so anschauen. Aber wir halten uns gut. Wir halten uns gut. Könnte schlimmer sein. Okay, zum Beispiel jetzt, der Bahnhof ist bummvoll. Natürlich durch die hohe Zugzahl ist jetzt auch der Bahnhof wieder voll. Oh no. Das ist natürlich jetzt unser Hauptfrachtumschlagsplatz. Deswegen habe ich eigentlich den designt, weil der genau anders läuft. Er ist einfach anders und besser. Er ist um einiges besser. Alle Frachtplätze sind voll, okay. Jetzt sind wir wieder Max. Das ist natürlich zeitziehend. Nur natürlich nicht alle Holz. Ich hoffe immer, dass alle Holz holen. Weil so eine hohe Holzumschlagsrate jetzt sogar haben. Dass ich gleich bald sogar wieder einen Zug entlassen kann. Lol. Okay, aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.